Nach GNTM aus, so gemein schießt Viktoria gegen Zö. Am vergangenen Donnerstag musste Viktoria Pallas, 19, ihren Traum vom Germany's Next Topmodel-Sieg begraben. Zusammen mit ihrer On-Off-BFF Zö Seib, die es in die Top 10 schaffte, vergoss sie danach große Krokodilstränen und konnte sich fast nicht von ihr trennen. Fließt nach dem tränenreichen Abschied nun doch böses Blut? Hat den Trennungsschmerz offenbar schnell überwunden, sie wettert nun im Netz gegen ihre ehemalige Bestie. Auf der Online-Plattform Ask ließ die Wienerin kein gutes Haar an der Blondine. Sie soll mir mal meine Kleidung zurückgeben, die sie jeden Tag trägt, weil sie realisiert hat, dass meine Sachen gepflegter und besser aussehen als ihre, schoss die 19-Jährige gegen ihre ehemals beste Freundin. Ein User vermutete daraufhin, dass einfach nur neidisch auf sei. Auf ihre Frisur? Auf ihre Beziehungen? Punkt, Komma, auf ihre nottige Art, sich in Clubs zu repräsentieren? HMMM, ne, kommentierte das Sexgirl trocken. Nach ihrem Castingsvorauswurf zeigte sich die gebürtige Österreicherin auf Social Media noch sehr selbstkritisch. Ich weiß, manche Sachen, die ich gesagt und getan habe, waren nicht so toll, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Glaubt ihr, und raufen sich trotz des neuesten fiesen Seitenhiebs wieder zusammen? Stimmt ab.